Dabei wollte ich hier noch mal kurz was ausprobieren. Warte mal. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Schön aber alles hier. Echt schön. Wer ist das? Hallo, Lehrer. Mein Kind. Wollen wir mit dem Unterricht fortfahren? Ihr könnt das Spiel jederzeit unterbrechen oder fortsetzen, indem ihr auf Leertaste drückt oder linken Maustaste oder Umschaltfläche. Wir haben das Tutorial nicht mitgekriegt. Tschüss, Lehrer. Gehen wir erstmal ins Gasthaus. Mit 18 Frames pro Sekunde, was hier aber normal ist, wie es scheint. Ich werde mich Hallo, im Hand umdrehen, darum mein kümmern. Kind. Wollen wir mit dem Unterricht fortfahren? Jetzt alles voller Lehrer. Mein Kind. Wollen wir mit dem ja. Unterricht fortfahren? Wer bist du denn? Du bist mal kein Klon. Ist ganz schön schwer, heutzutage gute Kameraden zu finden. Ah ja, ich bin zurück in den heiligen Hallen von Kerzenburg. Während dieser Eisenkrise gestaltete sich die Reise von Beregost gefährlicher, als ich es wahrhaben wollte. Ihr seid Corians Sohn, nicht wahr? Ha, herrje, ihr habt euch ganz schön gemacht, wenn ihr einem alten Mann, der eifersüchtig auf die Jugend ist, so eine Aussage zugesteht. Ich habe eine Identifizierungsformel beim Testorial im Innenhof gelassen. Das sollte sie bereits überprüft haben. Wenn ihr sie für mich holen könntet, dann wäre ich euch dankbar. Aha. Firebreads Formel. Wir haben unsere erste Quest erhalten. Wer bist du, der Wirt hier? Mein Hotel ist so sauber wie ein Elfenpopo. Ein Tropf. Woher weißt du, ob ein Elfenpopo sauber ist? Elfen können sicher durchaus auch mal versaute Fetische haben. Wer weiß das schon so genau? Ich gieße mir gerade erstmal Edward ein. Für die Stimmbänder natürlich. Hallöchen, schaust du mal wieder rein, beim alten Kumpel Windrop? Oh, denk an die 10.000 Goldmünzen, die gemäß der Sitte in Kerzenburg gezahlt werden müssen. Du weißt schon. 10.000? Das ist eine bodenlose Freche für mich. Ich eigentlich fahrt zur Hölle und samt eurer Spelunke. Wartet, schon immer ein Spaßvogel Windrop. Je öfter ich es höre, desto lustiger wird es fast. Na, ganz doch vielleicht doch nicht. Ich fürchte, ihr habt nicht die passende Kleingeld für den Eintritt. Ich komme später wieder vorbei. War ja nur Spaß. Diese Mönche könnten ja gern rumlaufen, als hätten sie einen Stock verschluckt. Bei mir bist du stets gern gesehen. Sag mal, als ob das bewusst wurde, wie die Geschichte hier beginnt, oder? Ich habe ja doch geschrieben, dass ich von den Mönchen aufgezogen wurde. Und ich habe geschrieben, der Volljährigkeit so nah wie nie. Er ist 20 Jahre alt. Im Mittelalter war man mit 21 volljährig. Cool, cool. Gorion hat ganze Arbeit bei dir geleistet, alter Haudegen. Also, kann ich irgendwas für dich tun? Willst du was zu trinken, Zimmer oder was kaufen? Sicherlich, was habt ihr denn so? Wirtshaus von Kerzenburg. Preis 1. Hier kann man zwar ausruhen, aber Zimmer dieser Art bieten nicht sehr viel mehr als ein Dach über dem Kopf. Der Erholungswert ist gering, ihr bekommt, für was ihr bezahlt, ein Bauernzimmer. Das ist ein Händlerzimmer. 3. Diese Zimmer sind einfach, aber gemütlich und erfreuen sich besonders bei sparsamen Geschäftsreisenden. Großer Beliebtheit. Eine ordentliche feste Matratze und sauberes Bettzeug, damit man den Tag gut beginnen kann, jedoch keine Gefahr läuft, wegen eines weichen Bettes zu verschlafen. Adelig, 5. Diese Zimmer sind von ausgezeichneter Qualität und relativ preisgünstig. Sie sind der reinste Luxus für alle, die es gewohnt sind, im Freien zu schlafen. Aha. An einer solchen Unterkunft hätten nur verwöhnte Schnösel etwas auszusetzen. Guten Tag, hier sind wir wieder. Mir ist die Aufnahme abgeschmiert, weil sich ein Scheißprogramm wieder in den Vordergrund gedrängt hat, weil das kennt man vielleicht manchmal. Auf jeden Fall schaue ich mir jetzt nochmal die Zimmer an, da waren wir gerade stehen geblieben. Ja, sauber wie ein Elfenpopo. Hier hätten nur Schnösel etwas auszusetzen. Genau.
Königlich, kostet gleich 8. Ein echter Luxus zu einem entsprechend stolzen Preis. Die Bettengen sind mit den weichsten Daunen gefüllt und bestehen aus feinster Kalimshan-Seide und Leinen. Man erholt sich fast genauso gut wie in einer Woche in einem billigeren Zimmer. Doch wer kann das schon bezahlen? Auch könnten wir gerade. Muss ja aber nicht. Wie kann man was kaufen? Kitsunagi hat gar nichts. Haben die Dolche? Wurfdolch? Will ich nicht. Normalen Dolch. Aber den haben wir, oder? Fertig. Ja, das Programm werde ich auch sofort deinstallieren, weil sowas toleriere ich gar nicht, wenn sich das in den Vordergrund spackt und mich stört. Nichts ist wichtiger als meine Computerspiele. So. Ein Blutwein. Huch, jetzt habe ich einen Feuerwein getrunken. Einfach so. Für eine Münze. Met, bitteres Schwarzbier, Arabella trockene Traube. Hauen wir weg. Okay, bringt uns aber nichts im Endeffekt. Stehlen. Das mache ich nicht. Handeln. Eine Lederrüstung dürfte ich doch tragen, oder? Schlagenden Leder war es doch sicher auch, oder nicht? Das, was rot ist, darf ich nicht. Das ist klar. Sie sind durch, darf ich? Die kaufe ich mir. Das Kettenhemd geht schon nicht. Beschlagenen Lederwams kaufen. Das macht doch Sinn. Und hat in der Nebenhand eine Tatsche. Welche Nebenwaren? Nehmen wir so einen. Die sieht schön aus. Für nur eine Münze. Ein Helm geht auch. Jetzt haben wir genug gekauft. Dann sind wir bald arm. Fertig. So, dann gucke ich mal. Wie gesagt, so Programme, die sich in den Vordergrund drängen, da könnte ich aggressiv bis zum geht nicht mehr werden. Die Nebenhand. Ach, da ist das. Das ist tatsächlich für nur Waffen oder so. Das sieht ja albern aus. Es wäre mir lieb, wenn ihr mich in Ruhe lassen würdet. Immer herein in die gute Stube. Da braucht man schon ein hübsches Feuerchen, um sich von dem kalten Blicken dieser Mönche wieder aufzuwärmen. Ah, die sind wirklich ungastlich. Stimmt's, Schätzchen? Ich geb dir, Schätzchen. Ach so, der meinte nicht mich. Oh ja, Schatz, sie sind äußerst hochmütig. Hütet eure Zunge. Naja, so muss ich nicht gleich. Oh, ich würde mir deswegen nicht so viele Gedanken machen, meine Dame. Sie sind vermutlich an Reichtum wie den eurigen nicht gewöhnt. Ihr seid doch ziemlich reich, nicht wahr? Und habt eine Menge teurer Juwelen dabei. Sie waren zwar nicht gerade sehr zuvorkommend, aber ihr seid nun mal Fremde für sie. Ich denke mal, das ist es nämlich ja eher. Reichtum sind überhaupt nicht gewohnt. Darauf sollte ich keine Antwort geben, Schätzchen. Es sieht so aus, als würde dieser Schurke versuchen, ein wenig zu vertraulich zu werden. Versucht wohl herauszufinden, was hier zu holen ist, nicht wahr? Geht wohl besser, oder? Wir müssen die Wache holen. Leck mich am Arsch. Schätzchen. So, was haben wir da oben? Wie ihr wünscht. Bauernzimmer. Ja. Noch ein Bauernzimmer. Das ist scheinbar ein Händlerzimmer, genauso wie das. Und das ist eine Abstellkammer. Und hier sind noch zwei Bauernzimmer. Fort mit euch, Bettler. Oh, ich geb dir gleich. Was?
Ich hoffe, dass ihr eine Erklärung für euer Eindringen vorbringen könnt. Sprecht. Ein winziger Fehler und kein Grund zur Aufregung. Also hütet besser eure Zunge, wenn ihr sie behalten wollt. Nein, das nicht. So böse bin ich nicht. Eine Erklärung. Ihr seid irgendein aufgeblasener Edelmann und ich werde euch eure Wertsachen abnehmen. Ist das klar genug? Ich stelle mich gerade meinen Nachbarn vor. Wer mögt ihr wohl sein? Ich heiße Quincy. Mehr braucht ihr nicht zu wissen. Geht oder ich rufe die Wache. Boah, sind die hier unfreundlich und ekelhaft. Warum sind die Edelmänner überhaupt in einem Bauernzimmer? Fasst mich nicht an. Ich könnte mir was einfangen. Pff, ja, kann ich helfen? Oh, Frau Schenkel. Was? Nein. Ganzen Tag die Wälze dieser Burg gewälzt und fühle mich da etwas plattgewalzt. Oh Gott, das ist ein schlechter Witz. Allerdings, ihr könnt mir zeigen, wo mir immer Wälzer. Ich habe mich lediglich gefragt, mit wem ich heute Nacht das Wirtshaus teile. Wer zum Beispiel seid ihr? Ich könnte sehr wohl irgendwer sein, aber ich bin Christian von Tiefwasser. Ihr werdet den Namen meiner Familie oder ihre Geschichte wohl nicht kennen, was mir sehr recht ist. Diese Ausflüge nach Gerzenburg sind für mich ein Stück Extravaganz. Und obgleich ich weder unerlaubte Mittel nehme noch mit bezahlter Begleitung verkehre, verbringe ich so viel Zeit ihr, dass ich nicht möchte, dass alle Welt Bescheid weiß. Ich wäre euch daher ausgesprochen dankbar, wenn ihr auf eure wiederholten Annäherungsversuche verzichten und mich in Ruhe lassen könntet. Annäherungsversuche? Mach dich mal nicht wichtiger, als du bist, Junge. Ihr braucht nur zu fragen. Also ich habe genug von diesem Gasthaus, ganz ehrlich. Ach, da ist die Tür. Ich wollte einfach mal aus dem Fenster aussteigen, weil... Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja. Hallo, Leute. Ich bin nicht Leute, ich bin Kitsunagi. Oh, hallo. Hast du meine Abschrift von die Geschichte von Halua irgendwo gesehen? Ich kann nämlich das ständige Schlurfen von arthritischen Füßen oben in der Bibliothek nicht ausstehen. Also dachte ich, ich gehe ein wenig frische Luft schnappen, nicht weit östlich von hier und... Oh, warum bin ich nur so vergesslich? Auch wenn du das Buch suchen könntest, wäre ich dir dankbar. Ich brauche es unbedingt wieder. Diese Lehrerklone sind sehr merkwürdig. Hallo, mein Kind. Ich will das nicht. Ich will nichts mehr lernen. Nein. No. Ich werde die Lehrer einfach nicht mehr ansprechen, die hier überall rumwuseln. Ach ja, so ein schönes altes Spiel hier. Alles voller Lehrer. Hätte ich mir das Tutorial sparen können. Mein Kind. Wollen wir mit dem Unterricht fortfahren? Also ich sag mal so, wir lernen nichts dazu. Der erklärt uns gerade, wie man eine Tür aufmacht. Ich bitte dich. Also, ich werde die ignorieren. Oh, klasse, ganz klasse. Ich habe dich zuerst gefunden. Du bist Gorins Sohn, keine Frage. Das bin ich. Was kann ich für euch tun? Oh, unsere Begegnung wird für dich ganz einfach verlaufen. Genau gesagt, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dir deinen Leichtsinn auszublasen. Blasen... Das wird mir etwas Respekt und den Kameraden einbringen. Du siehst also, du kannst nur wenig tun. Außer sterben. Ich poliere dir mal so richtig die Fresse. Du hast aufgemacht. Trifft auch mal jemand? Bäm, ich hab getroffen. Gott, wenn ich nah ranzoome, sieht das ja teilweise schon aus wie damals so Diablo und so. Oh, yay. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Ja, der hat mich auch herausgefordert. Da gucke ich mir jetzt mal so an, was der hier so hat. Ne? Weil das so... Eigentlich könnte ich hier jetzt einziehen, würde ich mal so behaupten. Weil ist ja, er braucht das Haus ja jetzt nicht mehr, ist er tot. Ich würde ihn, na gut, ins Feuer werfen würde ich ihn nicht. Ich würde ihn hinter das Haus...
Kitsunaki, ihr habt euch über der Augenbraue geschnitten. Was ist los, mein Kind? Was in euren Augen sagt mir das, was absolut nicht stimmt. Oh, Pater, da war ein Mann. Er roch nach Stall und er versuchte mich umzubringen. Es war furchtbar. Beeilung, Kind. Rüstet euch im Wirtshaus und seht zu, dass ihr Gorion auf der Treppe zur Bibliothek trifft. Ich hatte es im Gefühl, dass so etwas passieren würde. Auch in der Seite jetzt die Leiche für uns. Ist mir eigentlich auch egal. Hauptsache, wir haben da ein bisschen was gelootet, ne? Wer bist du? Womit kann ich dienen? Flödia hat wieder einmal eines ihrer Bücher hier vergessen. Ach, es ist da drüben im Heu, gleich neben Nessa. Könntest du es ihr wohl wiederbringen und dann zurückkommen? Ich habe etwas für dich zu tun. Wo hier im Heu? Wobei, das ist doch Stroh, oder nicht? Wer bist du? Kuh. Bist du Nessa? Das ist Stroh und kein Heu. Warte, war da nicht eben ein Ausrufezeichen? Wo, wie ihr wünscht. Das ist zwar kein Heu, aber es wird wohl hier sein, ne? Kannst du mir sagen, wo das ist? Hallo, mein Kind. Ich kann damit Gegenständen ausstatten, indem ihr sie auf der Gepäckseite entsprechend findet. Ah, warte mal, ich glaube, bevor ich das lese. Schnell looten oder so gab's doch hier. Also hier ist nichts. Schade. Ich dachte, hier wäre was. Hier vielleicht eher. Sag mal, wo ist das denn? Und du gehst mal kleiner, du Fenster. Oder ist hier hinten noch irgendwie Heu? Huch, was ist das denn? Irgendein Tempel. Diese Wände umschließen das Wissen der Welt. Es freut mich, dass ihr euch Zeit genommen habt, dem weisen Ogma Tribut zu zollen. Ich würde gerne wissen, was ihr in diesem Tempel der Weisheit anzubieten habt. Tempel des Ogma. Spenden. Oh Gott, leichte Wunden heilen. Das kostet ja... Oh Gott, kostet das Geld. Da kann ich spenden. Dafür kann man zumindest, ne? Aber Spende für den Tempel war zwar ansehnlich, doch nicht genug, um euer Ansehen zu erhöhen. Ach so? Das will ich im Moment auch gar nicht. Konzentrate-Tränke teuer. Puh. Kriegshammer ist nichts für mich. Den würde ich gerne verkaufen. Ach so, das ist identifizieren, okay. Nee, das ist auch unnötig. Hallo, mein Kind. Wollen wir mit dem Unterricht fortfahren? Aha, Priester bieten zahlreiche nützliche Dienste und ihr könnt Gefolgsverhältnisse heilen, speziell schon mal identifizieren lassen. Also ich würde gerne das Buch finden. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Nö, hier ist heute alles friedlich wie gewöhnlich. Ich habe aber gehört, es gibt draußen Probleme. Irgendwas von wegen Eisenknappheit. Sei doch froh, dass es friedlich ist, dann hast du nichts zu tun, Alter. Wäre doch glücklich, wenn ich weniger tun muss. Schnellspeicherung. Soll ich die Kuh jetzt ermorden? Jetzt willst du gegen mich kämpfen? Sag mal, die sind zu doof. Ups. Ah. Sag mal, können die auch treffen?
Oh, der ist schon schwer verletzt. Nur den packen wir. Ich wollte doch nur die Kuh töten, weil ich dachte, die droppt das Buch. Aber meine auch bald. Wenn ich jetzt nicht gleich treffe, bin ich tot. Nun triff mal. Ey, Alter, das war ja wohl eine billige Sache. Echt jetzt. Huch. Laden. Autosave, ja, Quicksave laden. Also die Kuh umzubringen war falsch. Wer hätte es gedacht? Ihr findet... Wie ihr wünscht. Wie kann ich helfen? Worum geht es diesmal? Ja, ich will hier gucken. Ich will hier... Oh, Alter. Ihr braucht nur zu fragen. Wo ist denn das Scheißbuch? Nächster ist also die Kuh. Wo? Flauschige Kuh. Tja, dann ist es mir jetzt egal. Dann gibt's das hier nicht. Da drüben Heu, bliblablub, gehen wir nicht auf den Keks. So, und da will ich mal gucken, was da drin los ist jetzt. Nichts. Der ist einfach wieder weg. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich sehe hier kein Heu. Oder ist das da oben? Ist da Heu? Nee. Tja, ist ja nur eine Nebenquest. Dann ist das so. Okay, das ist alles so rundwegig. Ja. Priesterquartiere. Echt jetzt? Achso, da. Das war ein Priesterquartier. Tempel des Orgoma, Lagerhaus, Lazarett, Schlafbaracke, Kaserne, Kerzenburg. Geh mal. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Mein Hotel ist so sauber wie ein Elfenpopo. Schön, dich wiederzusehen. Mach's dir bequem, wenn du etwas brauchst, lass es mich wissen. Ich würde gerne für unheimliches Geld das hier verkaufen. Ich dachte immer, das wäre irgendwie ein Amulett oder sowas. Aber das war es ja nicht. Schön schwer, heutzutage gute Kameraden zu finden. Habt ihr schon mit Tethoriel gesprochen? Ich weiß nicht, wer Tethoriel ist. Müssen wir mal schauen. Das Zeug hat echt Alkohol. Das kannst du soffen. Wie Wasser. Smirn auf Eis. Die Geschichte Narulas. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich habe eine Reise begeben. Was hat mir das Geld gegeben, mit eigentlich Vorräte, Waffen und Rüstung für die Reise kaufen soll? Habe ich das nicht? Gucke mal. Ich habe Waffen, Rüstung. Fehlen noch ein paar Vorräte, aber ich habe ja auch noch keine. Mist, hätte ich mir den Dolch gar nicht kaufen müssen, Alter. Ist der gleiche. Kake. Typischer Dolch mit einer spitzen, normalerweise zweischneidigen Klinge versehen, wodurch er sich von einem Messer unterscheidet. Ein Messer hat nur eine Schneide und ist etwas kürzer als ein Dolch. Hm.
Gehen wir mal andersrum. Nom nom nom. Was ist das hier eigentlich? Sieht aus wie irgendwelche Tempelchen. Der zeigt uns sicher, dass man ein Fass öffnen kann. Das ist mir nämlich eigentlich klar, dass man das kann. Wie ihr wünscht. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Ja, was für ein durchzechter Nacht. Dieser Hul übertreibt es immer. Ja, der Ärmste musste heute Morgen auch noch Wache am Tor schieben. Mir ist schleierhaft, wie er das durchhält. Naja, was kann ich denn für dich tun? Och, ich habe mich nur gefragt, ob ich hier ein paar Besorgungen zu erledigen habe, die ich übernehmen könnte. Besorgung? Ja, eigentlich bräuchte ich neue Armbrustbolzen. Welche von Winthrop besorgen könntest, gebe ich das Geld gleich zurück. Ja, vielleicht springt dabei auch ein bisschen was heraus, also schau mich nicht so an. Klingt gut. Mein Handy meckert, das möchte eine Steckdose. Ich glaube, ich werde hier nicht versuchen zu klauen, sonst kriege ich auf die Pfoten. Oh, tut mir leid, aber ihr stört mich gerade. Geht und tut was Sinnvolles. Was wollt ihr da für Bolzen haben? Ja, ich bin heute sehr aufnahmefähig. Was, keine Bolzen? Oh, warum sie Gorion erlauben, junge Leute wie dich hierher zu bringen, wird mir ewig ein Rätsel bleiben. Gib hin! Dann bessere Laune kriegst. Ich werde mich umdrehen, darum kümmern. So. Da ist ein Fass, das auch fast keiner sieht. So, was haben wir da? Gold. Ja, ich bin hier schon ein Klaudieb irgendwie. Auf meiner Klingel steht euer Name. Du da, du bist doch Gorions kleiner Balk, oder nicht? Ach, die Beschreibung trifft auf dich zu. So gefährlich siehst du gar nicht, aus. Das bin ich. Kenne ich euch? Ziemlich unwahrscheinlich. Ich werde hier nicht lange verweilen, also ist egal. Und du wirst ja auch nicht lange sein, also ist noch egaler. Würde ich nur mal angucken, hübsches Gesichtchen, aber so toll nun auch wieder nicht. Egal, ich liefere deinen Schädel und habe für den Rest meines Lebens ausgesorgt. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Kannst mich mal. Rüstung des Glaubens. Und den packen wir doch auch so, oder? Ich habe Aua gekriegt. Der ist noch unverletzt. Der hat ja gar nichts ausgehalten. Ja, einen Dolch hat er gehabt. Da ist nix. Ja, war ja... Tja... Die Leute sind hier natürlich irgendwie, keine Ahnung. Nicht natürlich, die sind hier halt garstig irgendwie. Hallo, mein Kind. Wenn Europa ein Magierkrieger Droide befindet, muss sich. Ja, das ist, wie gesagt, das ist alles, was wir schon im Tutorial hatten. Wer bist du denn? Bald schon weg, ja? In Ordnung. Gorion hat mich gebeten, euch ein bisschen was über die Kunst des Gruppenkampfes beizubringen, bevor ihr geht. Wenn ich euch dafür interessieren, geht's zu Naki. Gern, Torwächter, dafür wäre ich euch sehr dankbar. Dann ist es gut, Kind. Ja, ist so eine Sache, im Kampfgetümmel auf sich selbst zu achten, aber es ist was ganz anderes, den Überblick über eine Gruppe zu behalten. Ich habe Probe
den Illusionisten gebeten, ein paar Illusionen für euch in den Lagerkellern zu beschwören. Folgt mir einfach hier entlang und dann schließe ich die Tür für euch auf. Unsere Regeln sind sehr da werden wir, Kitsunaki. Wenn ihr mit Obe noch nicht trainiert habt, dann ist die Tür weit offen. Wenn euer Training bereits absolviert habt, solltet ihr zu Gorion gehen. Euer Vater wartet schon ungeduldig darauf, euch zu sehen. So, jetzt ist es nachts um 20 vor 3. Ja, also ich finde, die Grafik ist halt schön stilecht wie damals, aber sie ist halt auf Full HD hochgebessert. Es ist so gesehen eine schöne Grafik. Es hat halt nur einen Grafikstil, an den sich viele wohl erst noch gewöhnen müssen. Ja, mal schauen, wie so das Feedback ist. Wenn euch das Spiel jetzt gar nicht gefällt und es so niemanden gibt, den ich dafür begeistern kann, dann brechen wir das Let's Play ab. Aber von mir aus können wir das gern weiterführen. Ihr müsst nur damit leben, das wird halt weiterhin ein langatmiges Spiel sein. Gerade am Anfang ist es zwar am langatmigsten, aber an sich ist das halt ein textbasiertes, ja, Spiel, was eher sehr langsam voranschreitet. Aber ich hoffe, ihr habt auch Spaß. So, und ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Hausarbeit gemacht und düse nochmal weiter zur nächsten Fete. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tötelö.